Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Türkei eingehen. Denn Sie wissen, unsere aller Kanzlerin hat sich jetzt die Türkei als den besten Freund von Deutschland und der EU auserkoren, um diese Krise zu meistern. Und ich möchte nur daran erinnern, wir haben auch einige türkische Mitbürger bereits in Deutschland, die sind in den Anfang der 60er Jahren nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen. Damals waren das, im ersten Jahr waren es 8.000. Heute leben knapp 3 Millionen Türken oder türkischstämmige Menschen bei uns in Deutschland. Ungefähr vor einem Monat hat man eine Umfrage unter diesen Menschen gemacht. Und zwar unter allen, das heißt auch unter denen, die schon seit 3 Generationen hier leben und die hier als integriert gelten. Und liebe Freunde, 47% von den Befragten haben gesagt, die Befolgung der Regeln meiner Religion ist mir wichtiger als die Einhaltung der Gesetze dieses Landes. Also die Hälfte von den hier lebenden Türken, die als integriert denken, sagen im Prinzip, die Scharia ist mir wichtiger als das Grundgesetz. 70% von den Türken sind sogar der Meinung, ja, Islam ist sehr gut vereinbar mit westlicher Kultur. Da finden die sich aber in einem totalen Widerspruch zu 70% der Deutschen, denn die sagen, nein, Islam ist nicht integrierbar. Und damit befinden sie sich natürlich im Widerspruch dazu, was wir als einzige Partei klipp und klar formulieren. Wir von der AfD sagen nämlich, nein, Islam gehört nicht zu Deutschland. Natürlich, wir wollen hier keine Burkas, wir möchten nicht, dass Ehefrauen, die einen Seitensprung begehen, gleich gesteinigt werden. Wir möchten nicht, dass Homosexuelle wegen ihrer sexuellen Orientierung umgebracht werden. Und natürlich, das gehört nicht zu einem aufgeklärten, freien Land. Wir wollen hier in Freiheit leben. Und Frau Merkel, Türkei in die EU aufnehmen zu wollen, das geht sowas an der Realität und auch an der Geschichte Europas vorbei. Europa endet am Bosporus. Und liebe Freunde, ich kann das nicht glauben, für wie dumm hält uns unsere eigene Regierung und für wie dumm will sie uns ständig verkaufen. Wenn man sagt, ja, um diese Flüchtlingskrise Herr zu werden, brauchen wir die Türkei. Es ist ganz, ganz schwierig, die Grenzen zu sichern. Oh, das ist eine technologische Hochleistung, einen Zaun zu bauen. Das schaffen wir Deutschen nicht und die ganze EU ist dazu sicher nicht in der Lage. Liebe Freunde, ein Land wie Mazedonien hat das mit Dorfpolizisten geschafft, seine Grenzen zu sichern. Selbst die Ungarn haben das innerhalb von 2 Wochen geschafft und ich bin sicher, auch Griechenland würde es schaffen und wir würden da sicher auch gerne helfen als Deutschland. Und ja, Frau Merkel, probieren Sie das doch mal, Sie schaffen es. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Nochmal ganz kurz, Visafreiheit, den Türken Visafreiheit zu geben, das wäre auch der nächste ganz große Fehler, alleine in der Türkei. Und Sie wissen alle, was für Zustände gerade in der Türkei herrschen. Kurdischen Abgeordneten hat Erdogan ihre Immunität im Parlament genommen. Sie werden vor Gericht gestellt, sie werden verfolgt. In der Türkei leben 15 Millionen Kurden. Die wären sofort alle asylberechtigt in Deutschland. Die könnten hier sofort kommen. Und Sie wissen, was morgen in Köln passiert. Morgen in Köln ist eine Demonstration angesagt von 35.000 Türken, Pro-Erdogan-Türken. Das sind jetzt schon die Gegendemonstrationen von den Kurden angemeldet. Und wir hatten das in
Bayern schon solche Straßenschlachten. Wir werden das auch morgen in Köln erleben. Und das ist das, was wir nicht wollen, dass wir ausländische Konflikte nach Deutschland reinholen. Und natürlich, ich muss es Ihnen hier gerade in Schwerin nicht sagen, man sollte sich in der Außenpolitik ganz andere Freunde suchen, anstatt mit den Türken zu paktieren und unsinnige Embargos gegen die Russen erlassen, sollten wir uns auf unsere Geschichte zurückbesinnen. Russland war immer ein Teil Europas, Russland ist auch heute ein Teil Europas.